Ja. Wer ist alles schon da? Hallihallo und herzlich willkommen beim Blumenmann. Heute Winter Weihnachtsdeko Inspiration, Wintertrends, Winterhits, Winterklassiker. Ich möchte dir heute zeigen einige spannende Ideen für deine Winterdeko. Vor dem Haus, im Haus. Du kannst adaptieren, so wie du dann Lust hast. Aber ich würde mich freuen, wenn du zum Starten einmal einen Daumen nach oben da lässt und natürlich diesen Livestream auch gleich teilst. Es ist hier eine Kamera, hier, hier und da. Und ich hoffe natürlich, du hast den Blickwinkel auf den Blumenmann, so wie du das gerne hast. Manchmal kommen Rückmeldungen, ich sehe es nicht gut, ich höre dich nicht gut, irgendwas ist noch im Weg und das tut mir auch leid. Ich gebe mir wirklich Mühe, dass ihr alles gut sehen könnt. Ich gebe mir Mühe, dass ihr Spaß habt und ich gebe mir ganz fest Mühe, dass ihr am Schluss mit einem Lachen und mit einem Daumen nach oben vom Blumenmann weggeht. Ja, wir starten einmal mit der Königin des Winters, mit der Christrose. Und da habe ich gedacht, zeige ich dir zwei Ideen, wie du Christrosen wunderbar in Szene setzen kannst. Und dazu brauchen wir nur eine Christrose. Wir brauchen etwas Moos und etwas Wickeldraht. Und schon haben wir ganz eine tolle Idee für den Hauseingang oder auch für, ich sag mal, zum Beispiel auf dem Fensterbank. Dann kannst du zum Beispiel drei Christrosen nehmen. Dreimal eine Christrose ins Moos legen und schon hast du schwupp die wubbedi-wups eine ganz schöne Winterdeko. Ich sage ein herzliches Guten Morgen nach Wallis, ein herzliches Guten Morgen in Aargau, herzlichen guten Morgen nach Basel und herzlichen guten Morgen auch nach Deutschland, Österreich, Kroatien, Ungarn, Bulgarien und alle, die hier mit dabei sind. Schreib doch schnell, wo du gleich den Blumenmann jetzt zuschaust, wo du zu Hause bist und ich freue mich über dein Kommentar. Ja, du siehst, wir haben hier schwuppdiwupps mal einen kleinen schönen Wintergruß gemacht. Vielleicht bist du jetzt noch nicht happy mit Sternen. Dann geht zum Beispiel immer auch ein kleines Herzli so hier in diese Christrose. Einige schreiben mir immer, ja, ich habe Katzen, ich habe kleine Tiere und ich kann einfach nichts aufstellen bei mir zu Hause. Und da sage ich dir, im Winter kann man auch wunderbar Christrosen aufhängen. Vielleicht hast du das schon einmal gesehen beim Blumenmann, wie man eine hängende Christrose schön machen kann. Auch hier wieder nehme ich einmal ein Stück Moos. Bitte holt das Moos nicht alle gleich im Wald um die Ecke. Vielleicht hast du im Garten Moos oder vielleicht hast du einen Blumengroßmarkt in der Nähe oder ein Baucenter, wo man Moos kaufen kann. Ich hoffe, auch in England kann man natürlich Moos irgendwo kaufen. Ja, ich hoffe, ihr könnt alle euch mit Moos versorgen. Ich nehme hier diesen Wickeldraht, lege den Wickeldraht hier schön einmal rum. Und jetzt habe ich drei Stück Wickeldraht. Damit ich diese drei Stück Wickeldraht dann auch anständig verarbeiten kann, lege ich auch da das zweite und dann das dritte Stück Wickeldraht schön um das Moos herum und will dann eine Aufhängung machen. Ich liebe Christrosen. Ich weiß nicht, ob du Christrosen auch liebst. Wenn du sagst, ich mag Christrosen auch, schreibst du mal Christrosen in die Kommentare rein. Wenn du sagst, ich liebe Amaryllis, schreibst du Amaryllis in die Kommentare rein, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eine coole Winterdeko mit Pflanzen zu machen. Und die Frage ist nun, Amaryllis oder Christrose, welche Pflanze magst du besser? Afrika in the House, herzliche Grüße überall dorthin, wo ihr mir zuschaut. Hier habe ich jetzt diese drei Drähte einmal um diesen Mooskugel gelegt. Ich schaue, dass sie schön gerade hängt, lege dann ein Draht hier einmal ringsum, der zweite Draht hier ringsum und der dritte
Draht ringsum. Schneide zwei Drähte ab. Diese zwei Drähte lege ich mal hier so ringsum und nehme jetzt als Abschluss einmal den dritten Draht. Lege das hier schön in verschiedene Positionen, nicht dass er mir gleich abrutscht. Und so haben wir eine hängende Winterdeko für vors Haus. Ich sehe, einige schreiben Christrosen, andere sagen beides. Und die Frage, die jetzt ich euch stelle, möchtest du lieber als nächstes eine Kreation winterlich nochmals mit einer Christrose? Dann schreib ein C. Oder möchtest du lieber als nächstes eine Kreation mit einer Amaryllis? Dann schreibst du A in die Kommentare rein. Währenddem ihr euch da schnell die Finger wundschreibt, mache ich da noch ein paar Holzstücke, weil ich lieb's rustikal natürlich und dadurch mache ich auch gerne mit so Holzstücken coole Winter- und Weihnachtsdekos und vielleicht reicht die Zeit dann auch anschließend noch, dass ich dir auch sowas zeigen kann. Viva España, viva Afrika, viva Amerika und ja, herzliche Grüße. Überall dort hier, wo ihr zu Hause seid. Und der nächste Kommentar auf Insta, der jetzt dann gleich durchflitzt. Ja, genau, diese Kreation werde ich euch für die Winterdeko gleich zeigen. Ich warte auf den Kommentar von dir jetzt gleich auf Insta, was du sehen möchtest. Und das mache ich jetzt dann gleich. Marina, guten Morgen. Und Hanne schreibt, mach doch C und A. Nein, ich bin kein Werbeträger von C und A, aber ich hoffe, ich kann euch beide Kreationen noch zeigen. Aber die Insta-Community, die schläft. Dort schreibt niemand ein C oder niemand ein A. Und das ist ja mal schade. Entweder ist es so krass zeitversetzt oder ich muss einfach euch einmal sagen, ihr dürft gerne eure Kommentare reinschreiben oder vielleicht sehe ich es einfach nicht, was ihr schreibt. Also, ich mache jetzt noch drei Stücke von dem Draht und dann schreibe ich mal, hallo, ich würde gerne eine Christrose sehen, schreibt da jemand. Flaub, Abi, schön, dass du gesagt hast, ich möchte eine Christrose sehen. Also, wir legen. Für diese nächste Kreation. Die Winterdeko auf die Seite. Wir schnappen uns diese wunderschöne Christrose und ich brauche dazu, wo habe ich das? Ein Stückli von Trockensteckmasse. Ich habe wirklich nicht mit Adi abgemacht, was ich als nächstes kreiere, sondern ich habe einfach mich treiben lassen von euren Ideen und von euren Wünschen. Und ja, ich hoffe, diese Kreation, ups, wird euch auch gefallen. Vielleicht hast du in der letzten Zeit viel vom Blumenmann gelernt, viel vom Blumenmann gesehen. Und ich habe solche Kreationen gemacht mit den Zweigen, mit Grabkerzen. Und man kann diese wunderschöne Kreation auch mit einer Christrose oder mit einer Kerze kreieren. Und wenn du sagst, zeig uns doch bitte nochmals, wie man diese Zweige, diese Äste angabelt, dann schreibe ein Gabel in die Kommentare rein. Dann zeige ich die euch ganz gerne, wie man ein solcher Ast genau angabelt für unsere Winterdekos für drinnen und draußen. Wenn ganz viele als nächstes eine Kerze als Emoji einschreiben, jetzt gleich, dann mache ich euch auch noch eine gleiche Kreation als Kerzendeko fürs Wohnzimmer, für deine Winterdeko. Sabine, hast du das selber gemacht? Hast du schöne
Kreation, schöne Äste irgendwo im Wald bei euch in Hamburg gefunden oder wie hast du das gemacht? Ja, ich finde es cool, wenn überall dort, wo man zuschaut, auch irgendeinmal plötzlich Blumenmann-Kreation entdecken kann. Ich weiß nicht, ob es noch zu früh ist für Winterdekos, aber ich finde einfach, ja, jetzt, wenn denn jetzt, wenn nicht jetzt, dann wann, sollte ich mit den Winterdekos auch hier auf den sozialen Medien starten. Es haben viele geschrieben, zeig uns schnell, wie man so ein Ast angabelt. Ich nehme hier den Draht, ich lege den Draht um dieses Stück Holz rum, nehme die Zange und lege die Zange einfach mal fest um den Draht und drehe dann die Zange einfach ringsum. Ganz wichtig ist, es darf nicht mehr wackeln, wenn wir das Stück Holz dann abnehmen, weil sonst haben wir das Problem, dass die Kreation optisch oder auch nicht optisch plötzlich auseinanderfällt. Wow! Herzliche Grüße in die Runde. Wenn du sagst, oh, was du hier bastelst, kreierst und zeigst, gefällt mir, würde es mich mega freuen, wenn du einen Daumen nach oben für meine Kreationen da lässt und wenn du diesen Livestream auch teilst, damit deine Freunde um die Welt herum vom Blumenmann frische Kreationen entdecken können, freut es mich umso mehr. Ja, wir haben hier, ich muss schnell schauen, was ich da in meinem Fundus für Zapfen habe, die ich da einlegen kann. Wir haben hier eine witzige, einfache Winterdeko für vors Haus kreiert. Ich habe da noch so kleine Zweige von einer Buche gehabt, die habe ich jetzt auch noch reingenommen. Und wenn man dann Lust hat, kann man noch einen Stern oder eine Engel oder sonst was reinmachen. Ich habe da Tillandsia-Moos ringsum gelegt, so dass ich da auf der sicheren Seite bin, dass nicht gleich alles im Steckschwamm ersichtlich ist. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir unten kontrollieren, wo hat es noch ein Draht, der rausschaut. Und wenn du jetzt dir überlegst, wie gieße ich dieses Teil, das steht ja draußen. Das ist nicht für drinnen eine Winterdeko, sondern diese Winterdeko ist für draußen, auf der Grabstätte oder sonst irgendwo. Kannst du einfach mit Wasser raus reinleeren und dann gibt es halt unten eine Schweinerei. Aber das ist ja einfach normal. Wow, Türkei in the house. Herzliche Grüße in die Türkei auch vom Blumenmann. Schön, seid ihr da rund um die Welt mit mir am Start. Ja, ihr wollt diese Kreation auch noch mit einer Kerze sehen und damit unsere Kerze auch gut in der Kreation steht, müssen wir natürlich eine Kerze auch mit Draht versehen. Wie man das macht, das geht ganz einfach. Man braucht eine Kerze, man braucht etwas Draht. Man legt den Draht hier unten einfach so rein. Und wenn es dir einfach zu schnell geht, dann hoffe ich, dass du bald das neue Video anschaust auf Watch Better, wie man eine Kerze richtig anständig angabelt. Weil ich weiß, viele von euch, die überlegen sich 100.000 Mal wegen Brandschutz und so. Ich weiß auch, ganz viele Regeln in Deutschland sind da. Hier in der Schweiz gehen wir noch mehr auf normalen Menschenverstand, aber ich weiß, ganz vielen Orten geht es nicht mehr über Menschenverstand, sondern nur noch über den Anwalt. So, du siehst, ich habe hier das Stück Steckmasse, Trockensteckmasse. Ich habe hier wieder von der Tillandsie. Diese Tillandsie legen wir hier ringsum. Jemand fragt gerade, wie hast du die Schneerose, die Christrose oder auch, wie ich sage, die Königin des Winters fixiert? Ich habe die einfach nur in die Kreation reingelegt und dann ist meine Winterdeko einfach fix, weil ich die Äste schön anständig ringsum gelegt habe. So, ich habe natürlich meine Äste schon vorgängig vorbereitet, weil
ich ja nicht will, dass ihr da lange warten müsst und nur zuschauen könnt. Und dadurch legen wir jetzt hier mal diese Äste hier schön ringsum. Ist natürlich ein Brandbeschleuniger, wenn du diese Winterdeko einfach unbeaufsichtigt aufstellst, aber wir gehen ja davon aus, wir brennen, lassen keine Kerzen ohne Aufsicht brennen, außer sie liegen in einem Glas. Und wenn du sagst, ja, wir möchten gerne sehen, wie man eine Kerze im Glas dekoriert. So, wer sucht nicht? Floralein Kopf. Hallo, Mike. Gut, dir auch? Ja, natürlich. Ich gebe mir Mühe. Okay. Merci. Ja. Sag mir das Budget pro Kistli öppe. Ich weiss, etwa bei 30. Ja, genau. Du hast ja noch. Ja. Ist das gut? Und weißt du, du hast dann etwas Anständiges. Und du hast doch noch so Kerzen, gell? Ja, von letztes Jahr, ja. Ja, die bauen wir wieder ein. Nächstes Dienstag komme ich das Zeug holen, nehme es aus der Kiste, machst mir die Kiste parat und dann hast du am Freitag die Deko. Nein, die hast du bei dir im Keller. Ja, nimmst du vorne und dann, wenn es am Dienstag nehme ich es mit und dann am Freitag hast du die Deko wieder. Ist das gut? Weil alles, was früher ist, ist zu früh. Ist gut. Und ich mache dir etwas, wo ich vielleicht ein Efeu-Pflänzchen rein tue. Und dann können wir nicht das Efeu-Pflänzchen lassen und ringsherum immer wieder etwas machen. Dann haben wir den Vorteil, weil du ja keine Granium mehr willst, dass wir es einfach anders machen können. Ja, yeah. Ja. Ja, wir schauen. Also. Dino, ja super, ciao, ciao, tschüsseli, tschüss. So, ich bin wieder da, tut mir leid. Kaffee Gipfeli, Kerze mit Glas. Und ja, ohne Kundschaft geht nichts. Ohne Kundschaft geht gar nichts. Und darum muss ich ja jeweils auch schnell noch meine Kunden beglücken und zufriedenstellen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dadurch machen wir jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal eine kleine Deko haben wir gemacht. Siehst du, wie das einfach geht? Tut mir leid, wenn es jetzt da vorhin eine kleine Unterbrechung gegeben hat im Stream. Du siehst, die Winterdeko ist, wenn ich telefoniert habe, entstanden. Und wenn du sagst, entstanden und Daumen nach oben, dann zeig mir doch, wenn dir diese Kreation gefällt. Ich habe nicht auf die Screens geschaut, aber ich vermute, ihr wollt sehen, wie man eine winterliche Deko für ein Glas dekoriert haben möchte. Wenn du sagst, gute Idee, dann schreib mal G und I für gute Idee in die Kommentare rein, weil ich denke immer, ihr dürft wünschen, ich entscheide dann, was ich mache und wenn wir uns finden, dann bist du auch immer glücklich. So, habe ich da noch schon ein anderes Problem. Wir müssen da so. Eigentlich wollte ich das Telefon über einen anderen Kanal nehmen, aber dann hat es halt über einen anderen Kanal das Ganze angenommen und dadurch haben wir halt da wieder mal eine Geschichte für sich. Gut, 1, 2, 3, wir haben es fertig und sagen dann, das hier ist die Nummer 1, 2, 3, die 4. Eine winterliche Wohnzimmerdeko mit einer Kerze. Regina, gefällt's dir? Vera, gefällt's dir? Und auch Iloma, gefällt's dir? Du siehst, es ist dezent, winterlich und trotzdem noch ein wenig, wie soll ich sagen, toll. Und wir haben hier ein Glas. Und ich wette mit dir, du hast Heide zu Hause.
auf deinem Balkon. Vielleicht hast du drei Stück Heide in verschiedenen Farben auf deinem Balkon. Und damit du jetzt nicht bei einer Pflanze wie ein Gärtner einfach mal alle Zweige von der Heide abschneiden musst, habe ich gedacht, könnten wir auch einmal alle schön schneiden. Einfach so ein paar Zweige von jedem Stück nehmen. Komm. Und diese hier oben schön rummachen. Ich glaube, man sieht in den sozialen Medien diese Teile immer wieder. Oftmals sieht man aber diese Teile mit Klebstreifen und so. Und ich bin halt der Drahtgrufti. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie man dieses Teil hier schön sauber macht. Ganz wichtig ist, dass wir Acht geben, wenn wir das Teil hier machen, dass wir hier einfach schön unser Kaluna verteilen. Das heißt also, wir nehmen jetzt ein dreifarbiges Kaluna, also ich habe jetzt drei verschiedene Pflanzen genommen, geschnitten und dann so, ups, verteilt. Jetzt sagst du sicherlich, ja, Kaluna hält ja nicht so lange, Kaluna bleibt nicht lange schön. Nein, Kaluna bleiben ewiglich schön. Außer natürlich, du bist so ein Niffli-Fummli-Typ, der überall einmal die Finger ranhält und überall alles anfasst. Dann sind deine Kaluna natürlich relativ schnell nicht mehr toll. Aber wenn du es schaffst und deine Freunde, wenn sie auf Besuch kommen, nur dein Teil hier anschauen und sich erfreuen, dann ist es alles bestens und gut. Du siehst, wir können jetzt hier den Draht schön rumlegen. Und natürlich sieht das schon schön aus. Wir können jetzt hier zum Beispiel einmal ein Stück, sag schnell, Spitzenband rumlegen. Wir können ein Stück zum Beispiel Schnur rumlegen. Und ich habe gedacht, wir nehmen da so ein wunderschönes Stückli von diesem rosa Schnürli. Und die Frage, die sich nun stellt, soll ich einen Stern hier oben fixieren? Wenn du sagst, ja, mach bitte einen Stern dran, dann schreibst du mal Stern in die Kommentare. Wenn du sagst, nein, lass es Natur, schreibst du Natur in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, warum ich eigentlich diese Galunas von oben nach unten hingelegt habe, dann schreibst du mal Wissen in die Kommentare rein. Ein herzlicher Gruß zu allen jenen, die heute Morgen das erste Mal hier live beim Blumenmann sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier beim Blumenmann mit zuzuschauen, was man alles mit frischen Blumen Neues machen kann. So, du siehst, wenn wir jetzt dann gleich das Licht ganz ausmachen, wenn ich dann den Stern gelegt habe. Wunderschönen guten Morgen an alle, die mit dabei sind. So, ich schaue darauf, dass er da nicht auf dem Kopf steht, sondern dass es schön harmonisch aussieht. Jetzt mache ich das Licht weg. Weil viele haben geschrieben, wir wollen wissen, warum wir von oben nach unten arbeiten und nicht von unten nach oben. Wenn du jetzt hier schaust, siehst du die Kerze wunderschön durchflitzen. Und wenn wir das Ganze hier unten zustellen und nur oben frei haben, haben wir das Problem, dass wir die Flamme gar nicht gut sehen. Ja, wenn du sagst, wow, diese Idee
Die ist einfach hammermäßig. Drückst du mal ein Hammer in die Kommentare rein. Und wenn du sagst, wir wollen noch mehr leuchtende Kreationen sehen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich euch gerne noch mehr Leuchtendes zeigen. Ja, weil ich wette mit euch, Lichterketten liebt ihr alle. Ich auch. Und der Hit ist, wenn wir für vors Haus eine coole Winterdeko machen wollen, Silberdraht kombiniert mit Lichterkette. Ich denke mal, das haben wahrscheinlich schon fast alle einmal gesehen. Lichterkette mit Silberdrahtpflanze. Ja, nicht mit Draht, nicht mit einer Drahtschlaufe oder so, sondern Draht im Sinne von wenn ich sagen könnte, Silberdrahtpflanze. Ja, ich denke mal, alle haben eine Lichterkette zu Hause. Wer alles eine Lichterkette hat, schreibt mal ein L wie Lichterkette in die Kommentare rein, weil die Lichterketten haben alle im Fundus. Vielleicht hast du keine Outdoor-Lichterkette, so wie ich jetzt auch keine zur Hand habe, weil ich finde einfach, man muss nicht für viel Geld eine extra Lichterkette für außen kaufen, sondern man kauft sich eine Lichterkette, legt da ein Plastiksäckli ringsum. Und von Vorteil ist natürlich, wenn wir eine Lichterkette mit Timer haben. Wir haben hier ein schöner Topf, das ist natürlich wichtig. Wir haben hier eine schöne Silberdrahtpflanze. Und diese Silberdrahtpflanze legen wir ein wenig auseinander, weil sonst ist das nicht so schön, wenn die zu kompakt ist. Wir legen unser Säckli hier schön rein und dann wird gewirrt und gewarrt. Und ich hoffe, ihr wollt diese Winterdeko in Dunkelheit sehen. Und wenn ihr sagt, ja, wir wollen diese Winterdeko in Dunkelheit sehen, dann schreibst du mal D wie dunkel in die Kommentare rein. Was ist verboten? Was ist verboten? Ich lieb's, wenn ihr mir da schreibt, etwas ist verboten, weil ich habe keinen Plan, was sollte verboten sein. Eine Lichterkette oder eine Lichterkette in eine Pflanze zu legen oder eine Entenwerder-1-Mütze im Livestream in der Schweiz zu tragen oder was ist laut dir verboten? Eine Lichterkette in eine Laterne ist natürlich auch eine Geschichte für sich. Es ist verboten, so gut auszusehen, schreibt jemand. Das sind die TikTok-Leute, die hier live mit dabei sind, die einfach anders ticken, die einfach anders sind. Ist mir auch egal. Schön bist du hier mit dem Blumenmann live dabei. Ja, ich hoffe. Floralein Kopp. Guten Morgen. Ja, bis wann braucht ihr denn noch? Ja, sicher kein Problem, mache ich sehr gerne. Farbe. Und? Die Elefantenfuß. Okay. Ich habe nicht mega viele Sachen. Mo, es geht zum Abstufen, geht. Es geht, kommt gut. Ich habe etwas Schönes zu machen. Preislich so bei 80 bis 100, ist das gut? Also, super. 11 Uhr bin ich ready für euch. Das ist gut. Super, bis bald. Ade, merci vielmals. So, haha. Also, ihr habt, währenddem ich da telefoniert hatte, Zeit, meine Kreation zu genießen. Und ich wickle schon die nächste Kreation bereit, weil. Ihr habt ja geschrieben am Anfang, wir wollen eine Kreation C und A. Ich hatte die Christrosenkreation schon gemacht und jetzt kommen wir zur nächsten Kreation und zwar zur Avarellis-Kreation. Ja, genau. Für alle, die die erst jetzt eingeschaltet haben, am Anfang habe ich mit Christrosen Winterklassiker gemacht und für draußen Winterklassiker kreiert und jetzt kommen wir zu Winterklassiker noch für ins Haus. Amaryllis, ich liebe
Haha, ich lieb sie. Und du, liebst du Amaryllis auch? Wenn ja, freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben haha, da lässt. Elian findet meine Telefonate cool und ich finde einfach cool, mit euch zusammen meine Livestreams zu machen. Ich finde es cool, dass euch meine Winterkreationen gefallen. Wenn du sagst, ja, du bist ein Trendsetter, dann schreibst du mal Trend in die Kommentare rein. Wenn du findest, das ist alles altbacken, darfst du auch gerne altbacken reinschreiben. Dann muss ich mir wahrscheinlich ein neuer Kanal suchen oder ich muss mir neue Ideen zurechtlegen, damit ich dich beim nächsten Mal auch wieder happy machen kann. Winter, ja, wenn wir nach draußen schauen, merken wir langsam aber sicher, es ist wieder Zeit für ein Unterliebli anzulegen, es ist wieder Zeit für die Mütze anzuziehen und es ist wieder Zeit, einfach winterliche Dekos zu kreieren. Ich hoffe, dir gefällt Sisal. Ja, natürlich, wenn du schreibst, ich bin altbacken, dann ist das so, dass du vielleicht auch sagst, altbacken wegen dem Sisal. Vielleicht sagst du altbacken wegen Eukalyptus. Vielleicht sagst du altbacken wegen sonst irgendwas. Wir haben hier ein Drahtnest geformt. Und dieses Drahtnest füllen wir nun mit verschiedenen Naturmaterialien. Ich lege da mal ein wenig Eukalyptus ringsum, nehme als nächstes mal ein wenig vom Asparagus weiß gefärbt und so legen wir fortlaufend ein Nest um unsere Amaryllis-Pflanze. Aber bevor wir das Ganze auch anständig machen können mit der Amaryllis, müssen wir natürlich unser Nest auch befüllen. Wenn ich kein Eukalyptus hätte, was ja auch immer möglich wäre, dann müsste ich natürlich andere Materialien auswählen. Ich habe da zum Beispiel Filica, eignet sich auch wunderbar für Winterdekos. Man kann natürlich auch anstelle von Filica zum Beispiel Schleierkraut nehmen. Ist dann halt einfach nicht so winterlich, ist dann etwas, ich sag mal, eleganter. Im Winter darf aber auch natürlich elegant sein, das ist unbestritten. Und wenn du sagst, ich liebe deine Winterdekos, dann schreibst du jetzt mal ein W in die Kommentare rein. Und ich sag schön, dass ihr euch gegenseitig hier im Livestream immer wieder gerne trefft. Morgens Kaffee mit dem Blumenmann, das gibt's tagtäglich, wenn alles normal läuft, wenn mein Plan, mein Zeitplan das zulässt. Vielleicht hast du heute Morgen schon einige Ideen vom Blumenmann mitbekommen. Vielleicht hast du auch einige Ideen vom Blumenmann schon entdeckt. Und vielleicht hast du noch gar nichts gesehen heute Morgen. Wenn du sagst, ich bin jetzt erst gerade eingetreten, ich habe keinen Plan, was du heute gemacht hast, dann schreibst du keinen Plan. Weil wenn ganz viele keinen Plan hier reingeschrieben haben, dann würde ich euch nach dieser Kreation einmal noch schnell zeigen, was ich alles kreiert habe. Ich finde, man kann mit ganz wenig Materialien was Cooles für die Winterdeko kreieren. Du siehst, hier haben wir vom letzten Jahr, das ist im Fall kein Witz, vom letzten Jahr zum Beispiel noch so eine schöne Silberdrahtpflanze, die eingetrocknet ist. Silberdrahtpflanzen sind ja nicht winterhart, die gehen einfach kaputt, das ist einfach die Realität. Sie kosten zwar einiges an Geld, aber machen dir den ganzen Winter Freude. Außer eine Person in unserem Dorf, die hat immer noch die Silberdrahtpflanzen vor dem Haus. Das ist ganz, ganz, ganz cool. Ich finde, man darf, man kann und man soll so's machen, wie man Lust hat. Und ich mache meine Videos so, wie ich Lust habe und habe natürlich Freude, wenn es euch gefällt. Du siehst,
Wir haben jetzt hier mit den Naturmaterialien gefärbt, gewachst, einfach mal ein so schönes Nest um diesen Amaryllis-Zwiebel gewachst gelegt. Jetzt ist die Frage, soll ich diese Kreation schon winterlich machen, weihnachtlich machen? Und die Frage ist nun mit oder ohne Stern? Schreibt es mir in die Kommentare rein, mit oder ohne. Und ich mache jetzt da schnell weiter. Und der letzte Kommentar, den ich dann sehe, oder der erste besser gesagt, wenn ich dann mal auf die Kommentarspalten schaue, werde ich dann umsetzen. Mit oder ohne. Es lohnt sich also, einfach mal deine Meinung hier kundzutun. Alle Meinungen sind herzlich willkommen. Alle Meinungen sind herzlich dankbar willkommen. Aber man muss immer überlegen, was möchte ich, was möchtest du zu Hause bei dir hören, wenn man irgendein doofer Kommentar macht, ist das meistens nicht so herzlich willkommen. Und jetzt schauen wir mal, was da steht. Astrid schreibt, sie möchte gerne mit Stern. Also hole ich doch einen Stern für diese Kreation. Wir machen es wild und wir machen es speziell. Und wir machen hier noch eine Pfauenfeder in Weiß rein. Also wirklich eine freakige Deko soll es sein. So riesengroße Freude, dass so viele Leute heute Morgen mit mir in den neuen Tag gestartet sind, dass ich vor Freude ein wenig singen könnte, aber das überlasse ich euch allen und ich hoffe, ihr hattet heute Morgen wie ich ein ganz guter Start in den neuen Tag. Ich sage jetzt mal, das war der Livestream von heute Morgen. Fragt mich nicht immer, ist das für ein Büssi giftig oder nicht. Ich habe keine Katzen aus dem Grund, weil ich mir oftmals nicht überlegen möchte, ist das giftig oder nicht. Ich würde mal sagen, wenn eine Katze alles isst, was hier drin ist, könnte es natürlich ihren Magen verletzen, kaputt machen. Wenn sie aber einfach nur ein wenig dran knabbert oder so, habe ich das Gefühl, sollte das kein Problem sein. Oder was denkt ihr? Ist es gefährlich oder nicht für Katzen? Schreibt es mir schnell in die Kommentare rein. Alle Katzenfreunde, denkt ihr gefährlich oder nicht für diese Amaryllis-Kreation? Hier ist ganz wichtig, hier geben wir kein Wasser rein, hier genießen wir einfach ohne zu gießen. Und wenn du jetzt sagst, die Kreation ist deine Liebste, schreibst du Liebste in die Kommentare rein. Wir haben heute Morgen Kerze und Christrosen dekoriert. Wir haben heute Morgen einmal eine Kerze im Glas kreiert. Wir haben heute Morgen einmal eine winterliche Kreation mit Silberdrahtpflanze kreiert. Und was wir nicht vergessen dürfen heute Morgen ist, ohne Moos ist nichts los. Und ich hoffe, irgendeine Kreation hat euch heute Morgen gefallen, heute Morgen euch inspiriert. Und wenn du sagst, wow, Blumenmann, du warst heute wirklich wieder mal mein Favorit, dann schreibe mir doch einfach noch Favorit in die Kommentare rein. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du hattest Freude. Ich hoffe, du bist nicht traurig, dass da plötzlich noch Telefonate gekommen sind, weil das hier ist alles live. Wir waren heute rund 40 Minuten miteinander für Winter-Weihnachtsdeko fürs Haus, vors Haus oder einfach dort, wo du noch ein Plätzchen frei hast. Also das hier kannst du problemlos auch im Haus aufstellen, das geht ohne Problem. Aber das hier würde ich dir empfehlen, nur outdoor aufzustellen. So, jetzt ist fertig geplappert, jetzt ist fertig mit Livestream und ich hoffe, ihr seid morgen früh auch wieder dabei. Ich weiß auch nicht, was ich kreiere, was ich zeige, aber lasst euch überraschen und seid wieder da. Und wenn du das erste Mal hier warst, ich hoffe, es hat dir ganz, ganz rüdig Spaß gemacht. Ich hoffe, du lässt einen Daumen nach oben für meine Seite da. Ich hoffe, du bist morgen auch wieder mit dabei. Und dann sage ich einfach Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Ich hoffe, du hattest Spaß bei mir. Und hoffentlich auch ein wenig gelacht. Ja, das gehört auch dazu, dass man mal schmunzeln kann, mal lachen kann und sich erfreuen kann.